Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA und wir machen heute weiter mit der Karriere und ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ja, ich hoffe nicht, dass jetzt FIFA ein bisschen regelmäßiger kommt, auch Need for Speed geht demnächst weiter, aber jetzt erstmal wieder mit FIFA 22 und unserer Karriere oder unserer Creative Team Karriere. Okay, die nehme ich raus, das bleibt dabei. Gucken wir mal kurz eben noch schnell die Nachrichten. Das Vorwand der Spielgames. Ach so, okay. Das ist gut. Ich glaube, viel Kohle haben wir sowieso nicht, um große Sprünge machen zu können. Wir müssen also tatsächlich eher auf den Spieler-Scout geht. Ich gehe mal gerade kurz. Warte mal, wo habe ich das denn? Wo war das denn jetzt? Okay, jetzt steht er wieder. Jugendstab, da wollte ich hin. So, gucken wir mal, ob wir da irgendwie was haben. Also, fangen wir an. Habe ich einen guten Scout hier irgendwie mit. Habe ich gar kein Budget für. Uiuiui. Nehmen wir die drei Sterne, da haben wir zumindest etwas. Am Anfang werden wir sowieso keine großen Sprünge machen können. Ja. So, du gehst mal in dein Heimatland, mein Freund. Oh. Ukraine, da möchte ich irgendwo in Bulgarien, Rumänien, Serbien, Ungarn, Slowakei, Tschechien, Slowenien, Polen, Litauen, Lettland, Ukraine, da wollte ich hin. 3 Monate, du gehst mal auf 9 Monate, Typ alle. Spielmacher. Okay, dann machen wir hier mal ein Scouting-Netzwerk auf. Die schicken wir nach Österreich. Dass ich das dann schon mal hab. Oh, warte mal, Frankreich, Österreich, da ist es. Und du gehst für 9 Monate nach links und dich brauche ich für einen Flügelspieler. So, dich würde ich gerne rausnehmen. Nee. Ah, ist ganz voll. Komm, scheiß drauf. Ich gucke mal, ich bin da lieber noch einen Spieler, noch einen Scout verpflichtet von 50.000. Die haben wir eigentlich gar nicht. Gut, dann schicken wir erstmal nur 2 Scouts raus. So. Ja, wir haben nur noch 100, irgendwas 1000. Also. Ja. So. Gut. Wie gesagt, große Sprünge werden wir sowieso nicht machen. In den ersten, ja, im ersten Jahr denke ich mal nicht, dass wir aufsteigen, aber schauen wir mal. Transferangebot für Schröder. Komm, wir mal an. Scheiß drauf. 54 stark. Ich glaube, das nächste Spiel ist, glaube ich, 60 als Gegner. Aber das wird schon ein harter Brocken werden. Ich weiß gar nicht. Zumindest hätte ich das irgendwo gelesen gehabt. Ja. Dieser FIFA soll jetzt hoffentlich wieder ein bisschen was regelmäßiger kommen. Nur so nebenbei. So. Also, der aktuell 7. gegen den Tabellen 16. Also 60 hat auch einen extrem Fehlstart gehabt und da wollen wir natürlich wieder ein bisschen ansetzen. Und ja, gehen wir rein ins Match. Auf alle Fälle. So, geht es gleich sofort los, weil... da noch diese Vorbereitung ist. Die drücke ich aber regelmäßig weg. Völlig klar, dass sich dieses Spiel vor allem um ihn dreht. Denn zuletzt gelangen ihm 4 Tore. Klappt es bei ihm auch heute wieder so gut? Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Hallo liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann werden Sie wie gewohnt durch dieses Spiel begleiten. Und heute präsentieren wir Ihnen ein Ligaspiel. Ich glaube, das könnte ein echtes Highlight werden. Buschi? Das wird fantastisch. Da habe ich keine Zweifel. Es wird ein Fußballfest. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. In der letzten Partie, da hat er ja wirklich nach Belieben getroffen. Da genau, 4 Nüsse gemacht. Hoffen, dass er heute Sieg in Halle. Eine tolle Leistung anknüpft. Mal gucken.
wo wir hinkommen. Mit dieser Aufstellung geht 1860 München ins heutige Spiel. Sie wollen das Spiel heute breit machen, versuchen es mit einem 4-3-3. Da dürfte viel über die Außen gehen, über die beiden Außenstürmer. Ich habe immer ziemlich bewusst nur eine Million genommen, um einfach von ganz klein anzufangen, um einfach eine dicke Herausforderung zu haben. Einfach für die hilft nicht, das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Aber wir werden mal schauen. Bei den Villains soll diese Aufstellung heute den Erfolg bringen. Sie greifen heute zu einem offensiven 4-5-1. Ja, sie wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen, wollen viel Druck. Hat er gesagt, dass es knallt im letzten. Und, das ist ja nochmal nicht knallt. Mit Pfeiffer ist definitiv einer neue Rechtsverteidiger drin. Wenn die Fans so eine Wahnsinnsstimmung machen, dann macht so ein Spiel natürlich nochmal viel mehr Spaß. Wolf, da merkst du. Für die auch über viel über die Jugendakademie gehen. Sie leben und sie lieben ihn. So, auf geht's. Spieltag Nummer 3. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Aber heute passierbar mitnehmen. Da haben sie den Platz auf dem Flügel. Boah, der setzt sich da durch. Wir haben zwei Mann vorbei. Hoppala, das war riskant, aber es aber ist funktioniert. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Sie suchen die Lücke. Chance jetzt zur Flanke. Nein, war überhaupt nicht. Die Ecke kommt. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Da stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Schumacher. Ja, schönes Ding auf Schwarz. Jetzt mal die Wirflingaufnahme mit einem kleinen Vorteil. Der Ball ist erstmal rausgespielt. Nicht ganz funktioniert, da vorne reinzugehen. Schade. Aber zumindest mal ein kleiner Vorstoß, dass man hier. Alles gut. Klasse. Da zeigt er. Seite. Weltklasse. Rückhalte ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance. Per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion. Alles richtig gemacht. Sind Applaus. Er kann klären. Der Ball kommt. Klasse gemacht. Stark geblockt. Weg damit. Chance zur Führung. Aber wir haben den gehalten. Weil wir uns alle wollen. Ja, das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Schwere Kost gerade. Ecke wird kurz ausgeführt. Chance vielleicht. Abwehr ist da. Da ist die Führung. Und sie haben es sich wahrlich verdient. Ja, bisher total überlegen. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der Treffer fällt. Also wenn er von da abschießen kann, dann macht er das Ding, ist ja keine Frage. Treffer aus kurzer Distanz. Kein Abseits, weil er genau im Moment wieder rausgelaufen ist. Und dann steht es hier 0-1. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Oh, da geht er vorbei. Angriff von den Willens. Scheiße, genau im Moment, weil er mich doch gestört hat. Das wäre ich dran gewesen. Der vorne den Ball. Oh, schön das Ding, ja. Vielleicht jetzt. Ah, warum? Der hätte querspielen müssen. Man hat die Chance auf, auf den Ausgleich immerhin schon. Ja, Kali. Ja, vorbei am ersten. Zübich nur vorbei am zweiten. Der Befreiungsschlag. Schön durchgesetzt. Er versucht. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja, den sicheren Treffer. Ecke wird kurz ausgeführt. Da schießt er.
Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit du hast echt zwar ein, zwei Chancen, abzukommen wieder. Und dann kriegst du tatsächlich das zweite hinterher. Da ist nochmal die Entstehung dieses Tors. Zunächst die Flanke und dann das Tor ins kurze Eck, ins Torwart-Eck. Das sieht halt nie sonderlich gut aus, war aber clever gemacht. Hier steht es 2 zu 0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Die Villains in der Vorwärtsbewegung. Ball wird abgefangen. Blöder, unnötiger Fehler da vorne drin. Also wie gesagt, ein, zwei Chancen hatten man selber zum Ausgleich und dann kriegst du quasi so ein blödes Ding die noch rein. Die besseren Ballbesitzzahlen haben im Moment die Gastgeber und sie wirken sehr zielstrebig. Ich komme gut vor. Ich komme momentan überhaupt nicht in das Spiel rein. Und rausgekommen ist die Führung, die verdiente Führung. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Aaron Gunnarsson. Aua. Schumacher. Gute Aktion jetzt. Der Torwart war da nicht gefordert. Aber eigentlich mal versucht, was versucht. Ist das schon Resignation? Die Riesenchance zum Ausgleichstreffer vergeben und jetzt muss er sich irgendwas einfallen lassen. Sie haben jetzt Platz auf außen. Jetzt vielleicht die Flanke. Gut mitgespielt vom Torhüter. Gut, dass die Flanke ein bisschen ungenau war. Schumacher. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Ah, da kriegt er den Ball nicht in der Kontrolle mit. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Gut, dazwischen jetzt gegangen von den Löwen. Jetzt sind sie mal ein bisschen dran. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Entscheidung. Das war's. Ich denke, das war's. 0 zu 3 der Rückstand jetzt. Mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Einmal kurz um den Abwehrspieler gedreht und dann raus damit. Traut sich nicht jeder. Aber hier wird der Mut tatsächlich belohnt. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Ja, das wird ein schweres Jahr. Marcel Bär. Er könnte flanken. So, ich hatte nicht erwartet, dass wir jetzt hier durchmarschieren, aber ein bisschen konkurrenzfähiger, so hätte ich gedacht. Kriegen wir hier noch oben drauf. Vielleicht jetzt mal über Meier, aber die Seite. Klasse Timing hier, gut dazwischen gegangen. Ja, dieses Pause 0 zu 3 der Rückstand. Beruhigende Führung zur Pause, 3-0 ist der Spielstand nach 45 Minuten. Er macht heute ein richtig gutes Spiel. Der macht. Ja. Ja, ich weiß gerade nicht, was ich da so gerade machen soll. Ich muss es halt irgendwie riskieren. Ich muss da mal was probieren. Wir machen weiter mit dieser Partie, in der die Villains momentan zurückliegen. Schwarz. Platz am Außen da jetzt für die Villains. Ganz unglückliche Nummer. Nur 1-3 nur noch. Ja, geht doch noch was. Ist das die Aufholjagd? Hier. Wir schauen uns dieses Eigentor hier nochmal in der Wiederholung an. Das ist bitter. Da kommt eins zum anderen, ist unglücklich. Ja, anders kann man es nicht. Die Frage ist, von wem war das Eigentor? Jetzt abhaken. Für mich ist das einfach nur hinten reingeschlänzt. Das ist für mich kein Eigentor. Er zählt es als Eigentor tatsächlich. 3-1 heißt es also jetzt.
Naja. Ja, Kemiro sind drin, ist drin. Wir haben nur noch ein, wir haben noch zwei Tore Rückstand. Mal gucken, was ist, was noch drin ist. Ah, schade. Ja, jetzt gegen Pfeiffer den Ball ohne Probleme anlaufen. Hereingabe. Klasse abgefangen, die Flanke. Da musste der Torwart aber auch hin. Am Ende geht der Transfer also über die Bühne. Da gab es ja schon länger entsprechende Gerüchte. Dem steht eine tolle Zukunft bevor. Das sehen alle Experten so. Kannst du fragen, wen du willst. Das wird ein Star. Ja, abseits. Richtig. Ja, wenn er einen Moment länger wartet, dann kann das was werden. So ist es abseits. Leider ja. Mölders. Neudecker. Macht er gut. Oh, da geht er vorbei. Ah, da sehen wir es wieder. Kraft ist nicht immer die beste Wahl. Hast du recht, da wäre mehr drin gewesen. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. So, jetzt sind wir bei den Löwen. Das war ein bisschen zu einfach. Marcel Bär. Neudecker. Sie lassen den Ball hier gut laufen. Das ist jetzt zu einfach. Toller Schuss, strammer Schuss, am Ende nicht vom Erfolg gekrönt. Sie üben schon früh Druck aus. Ah, Schwarz, sehr gut. Es könnte gefährlich werden. Der Torschütze. Ganz souverän hier vom Torhüter. Dann hat man die Riesenchance hier, vielleicht doch mal was oder eine gute Chance, mal ranzukommen, in dieses Spiel reinzukommen. Neudecker. Mölders. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Das wäre die Chance zum Alter. Konter gewesen, aber weg ist der Ball. Gut dazwischen. Ah! Ich passe da gut auf, dass er. Dass der Verteidiger da nicht durchmarschieren kann. Doppelpack, ja, gar nicht. Doppelpass. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Und jetzt vielleicht mal Gunnarsson. Chance zum Anschlusstreffer. Wahnsinn, er hält ihn. Es war die Riesenchance, da wieder ranzukommen, in dieses Spiel zurückzukommen. Marcel Bär. Dann wäre wahrscheinlich immer noch was drin gewesen. Ah, das könnte was werden jetzt. Den Ball hält er, war am Ende auch mehr oder weniger mühelos. Ah, solche Dinge musst du einfach dann irgendwann machen. Durchsetzen. Gehalten! Gibt das die zweite Siegerlage hinten auswärts hintereinander? Jetzt kommt oder geht da vielleicht doch noch was? Raus. Neudecker. Schön durchgesetzt. Spielt den Ball. Das war knapp! Nein. Warum auch immer der jetzt die Fans ein bisschen nervös sind für mich. Da wollten die Fans an der Bitter. Da haben sie jetzt immer. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Ja, wie gesagt, wäre das 2-3 eben gefallen, dann wäre vielleicht noch was drin gewesen. Ja, nicht Deichmann. Aber ich denke, verdient ist es auf alle Fälle, muss ich sagen. Der Ball läuft gut heute bei Ihnen. Ja, und sie bieten sich auch immer wieder gut an. Das macht richtig Spaß zuzugucken. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Gehalten und das war ein richtig schwieriger Ball. Also ich glaube, den haben ehrlich gesagt alle hier schon im Tor gesehen. Super Reflex. Ecke kommt ins Zentrum. Die Gefahr erstmal wieder bereinigt. Die Chance hier. Und da haben wir es. Das Ende. Und wieder sind es 4 Gegentore auswärts. 1-4 der Rückstand.
gehalten. Der war ganz eng. Kommt da noch dran, aber am Ende zu stramm das Ding. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Ja, ja, dann haben sie eigentlich 0,0 im Griff bisher bekommen. Ecke in den Strafraum. Gehalten war aber auch kein Kopfball, der hier für echte Gefahr hätte sorgen können. Ja, das war alles in allem eher schwach. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. So, das war's für heute. Die Gäste haben dieses Spiel also verloren. Sie verlieren hier also deutlich und das tut weh. Es war sehr deutlich zu sehen, wo die Schwächen der Mannschaft liegen. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Ja, es ist... tut weh. Also 1-4 zu hin nach dem, mit der Klatsche zu verdient zu verlieren. 60 war die klar bessere Mannschaft. Wir hatten die Chance auf 2-3 vielleicht, aber naja. Platz 15 ist sicherlich nicht das, was ich erwartet hatte, aber es war klar, dass es eine schwere Saison wird. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem nächsten Spiel und dann mal wieder mit dem Heimspiel.